Schlümpfe verbinden ja Generationen. Was haben alle von euch für eine Beziehung zu den Schlümpfen? Seid ihr, kanntet ihr die schon als Kinder? Habt ihr damit gespielt oder wie sieht das aus? Also ich habe die auf jeden Fall immer gucken dürfen als Kind, weil das war, ich durfte nicht viel Fernsehen gucken, aber das durfte ich gucken und Alf durfte ich gucken. Da habe ich mich immer sehr drauf gefreut. Ja. Alf, kennst du nicht mehr? Ja, doch, klar. Ja. Schlümpfe und Alf. Schlümpfe und Alf, durfte ich immer gucken. Und da war ich immer, saß ich immer in meinem Frottee-Schlafanzug auf der Couch und habe die Fernbedienung in der Hand gehabt. Das ist lustig, bei mir war es Vicky und... Aber gab es denn bei dir schon Fernseher eigentlich in deiner Jugend? Das ist lange her. Das ist, ne? Knapp, das ist aber es geht. Ich habe schwarz-weiß. Ja, schwarz-weiß. Und so daneben stand immer so eine Band, die hat gespielt und so. Genau. Und vertont. Ja, das Testbild auch zum Schluss, das habe ich alles mitbekommen. Ja, aber Schlümpfe haben bei mir wirklich in der Kindheit eine große Rolle gespielt. Ich hatte nämlich das Glück, ich hatte dieses orangefarbene Schlumpfhaus neben mir an meinem Schreibtisch hängen und da war fast überall eine Figur. Wirklich? So ein Schlumpfhaus? Bist du ein Angeber, wirklich? Das ist wie so ein Sammelsack. Aber ich habe die geschenkt bekommen. Ding oder was? Ach, das auch noch. Noch nicht mal selber meiner Mutter. Kauf mir einen Schlumpf. Also ich hatte nie so eine Figur zu Hause, ehrlich gesagt. Nein? Nee, ich glaube nicht. Aber ich habe die total. Ich glaube nicht, du bist doch noch jung, du musst dich doch noch daran erinnern können. Ich kann mich an wahnsinnig viel nicht erinnern aus meiner Jugend. Ja, das ist echt, ich kann mich an wenig. Könnt ihr euch an Geschichten erinnern, die die Schlümpfe erlebt haben damals? Ach, solche Geschichten? Ja, an alle. Genau. Jede einzelne Geschichte. Alle beide. Nee, also ich war auch ein großer Fan und ich habe dann die neuen Filme geschaut und die fand ich ehrlich gesagt irgendwie befremdlich. Und dann kam. Dann kam halt dieser Film und es war dann wieder total, haben wir gerade schon gesagt, so ein Zurückschmeißen in die Kindheit irgendwie. Befremdlich, weil es halb real, halb animiert war, oder? Genau. Ja, also das war irgendwie, der letzte Film, der für mich so funktioniert hat, war Space Jam, ehrlich gesagt. Und danach war das, es war irgendwie, die waren so echt, aber irgendwie nicht so, wie wir sie halt kannten. So, und jetzt sind sie halt wieder so, wie sie sein sollen. Wie sie sein sollen, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Wenn man die Stimmen aussucht für so ein Projekt, dann schaut man, wer passt zu welcher Rolle, welche Schauspieler bringt vielleicht was mit, was für die Rolle passt. Was denkt ihr, weshalb seid ihr jetzt für die drei Superhelden hier ausgesucht worden? Superhelden? Habt ihr eine Ahnung? Oder könnt ihr euch mit eurer Figur identifizieren? Also, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich musste zum Casting. War das bei euch ich auch. So? Ja, ich auch. So. Ja, ich ja nicht. Ich nee, man wird schon irgendwie schon zusammengestellt. Ich spreche ja den Schlaubi, das ist ja der Schlauste aller Schlümpfe. Und der ist natürlich so eine Ader, die immer so, ja, der ist immer der Besserwisser von allem. Das bin ich eigentlich nicht, oder Rick? Nein. Siehst du? Nein, gar nicht. Und du sprichst ja den Hefti. Das ist ja. Das ist ja der... Das bin ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich kann es auch nicht 100 Liegestütze auf einem Finger machen. Also. Und du sprichst ja den Clumsy. Und wie wir ja eben gesehen haben, ist ja der Name auch Programm. Ne? Ich bin Abreißer. Ich, ja, leider stark. Also aber privat auch? Total. Wirklich? Ja, das war nicht gespielt gerade. Ich habe wirklich hier fast das ganze Ding umgerissen. Aber du hast das im zweiten Take auch hinbekommen. Also da hast du schon... Nee, ich bin echt in der Tat ein unglaublich tollpatschiger Mensch. Irgendwann hat mal mein Vater, oder waren wir in den USA, und ich hatte so einen riesen Tisch und es war gedeckt mit 1,5 Liter Pitcher und Pepsi und Essen stand da und dann habe ich dieses Ding umgeschmissen und es war halt so, mein Vater hat sich echt aufgeregt, weil es war alles hinüber. Mit 4 Kindern ist das schon mal eine ganze Menge Arbeit und dann habe ich den tollen Satz gesagt, den er heute wöchentlich zitiert, das kann auch jedem mal passieren, mir nur halt ein bisschen öfters. Oh. Ja. Weil aber Tollpatschigkeit ist ja auch, ich kann mich damit sehr gut identifizieren. Ja, das ist ein Zeichen von emotionaler Größe. Einfach mal tollpatschig zu sein, neben nicht alles auf den Plan zu machen, sondern einfach mal zu sagen, ich mache das so, wie ich will. Ja. Jetzt große Überraschung, ein zweites Volk kommt dazu. Es gibt Frauen, nicht nur die Schlumpfine. Was war das vorher, war das ein Problem für euch, wenn ihr an die Schlümpfe gedacht habt und es gab nur eine Frau? In unserem realen Welt wäre das ja natürlich traurig, aber bei den Schlümpfen hat es bis jetzt funktioniert. Wie ist eure Haltung dazu? Also ich weiß schon, dass mich das früher als Kind auch schon immer beschäftigt hat, weil ich nie wusste, warum es nur Schlümpfine gibt in dem Dorf. Also ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat, aber ich finde auf jeden Fall jetzt gut, dass es mehrere Frauen gibt jetzt. Aber Zwischenfrage, wusstet ihr, warum, also ich wusste es halt auch nicht, warum es nur Schlumpfine gab, aber wurde das vorher irgendwann mal erklärt, warum es nur Schlumpfine gibt und wo Schlumpfine herkommt? Nee, ich glaube eben nicht. Oder wird es in unserem Film jetzt hier erklärt? Das wird in unserem Film erklärt, ja. Okay. Oder? Also so selbstverständlich. Ich habe es verstanden, also so habe ich es verstanden. Genau, weil ich dachte irgendwie, okay, vielleicht habe ich das früher einfach noch nicht mitbekommen, dass die eigentlich ein Klumpen Lehm war,
Aber das wird hier in unserem Film das erste Mal so erklärt. Ja, genau. Mhm. Abgefahren. Also ich glaube, es ist bei dieser neuen Generation jetzt, wurde das eingeführt. Weil in den letzten Filmen war ja das schon Thema. Ah ja. Jetzt, dass der Gargamel sie gebildet hat und sie... Als Spion quasi. Ja, und er wollte natürlich einfach hier die Unruhe stiften. Er dachte, wenn ich da eine Frau reinschicke in diese Männertruppe, dann ist was los. Ne? Ja. So. Wunderbar. Gut, was denkt ihr, was nehmen die Leute, die Zuschauer aus diesem Film mit? Also idealerweise gehen sie da gut gelaunt und, wie soll ich sagen, also ich finde ihn sehr unterhaltsam. Was ja. Also er macht einfach Spaß. Ja, ich finde es schön anzugucken. Ich finde es sehr, sehr liebevoll animiert. Also wenn man sagt, was hängen bleibt, also was mir hängen geblieben ist, und ich finde das eigentlich eine schöne Message, wenn man davon reden möchte, dass ein Zusammenhalt wichtig ist, und zwar unabhängig davon, ob man jetzt Schlumpfine ist oder Klamsi ist oder Schlaubi ist, ob man jetzt an das glaubt oder an jenes glaubt oder die andere Sprache spricht, sondern der Zusammenhalt in der Truppe ist. Das finde ich eine schöne Nachricht. Genau, und dass jeder so seinen Platz in der Gesellschaft hat, egal. Ja. Wie verrückt er ist oder welche komischen Eigenschaften er hat. Ja. Genau, du bist okay, so wie du bist. Mhm. Ja. Habt ihr eigentlich das auch zu dritt eingesprochen oder jeder einzeln? Nee, der Rick ist ja da ziemlich eigen, der will ja immer... Der will das mal alleine alles sein. Wir waren alle eine Truppe und Rick, der kam dann halt so eine Woche, nachdem unser Gestank aus dem Studio raus war, kam er und hat sich da ausgetobt. Ich hab erst vor einer Stunde die Aufnahmen fertig. Nee, man spricht das immer alleine an. Total unromantisch eigentlich. Ne? Ich kam da auch, ich dachte so, super, da stehen wir die ganze Zeit nebeneinander und machen irgendwie Faxen und geben uns irgendwie so. Ja, aber das ist genau das Problem. Früher ging das noch, aber. Heute ist es nicht mehr, ne? Nee. Früher war alles so. Alles. Früher war alles besser.